Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystrore-Linie gewinnen, den Sir Keystrore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren stabschwingenden Folge Hogwarts Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder den Zauberstab schwingst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr das Spiel auch haben wollt, ganz easy, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Das Spiel gibt es zu gewinnen für die PlayStation, Xbox oder den PC. Ganz, ganz easy. So, ich will nochmal ganz kurz hier das Training machen. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Weil ich glaube, erst dann bekommen wir die Belohnung. Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. So, legen wir mal los. Das hier. Das hier. Das hier. Sehr schön. Also ich muss sagen, die Puppe sieht schon irgendwie ein bisschen unheimlich aus, ne? Akio, Incendio. So. Sehr gut gemacht. Die arme Puppe. Akio, Incendio. Die muss ganz schön leiden. Akio, Incendio. So. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiterübst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben. Okay, dafür gibt es jetzt noch mal ein bisschen was obendrauf, aber bin ich jetzt durch? Anscheinend ja, und ich habe die Tür geöffnet. Ah, cool. Ich hätte den Eindruck, das Ding wäre irgendwie abgesperrt, aber nö. Einfach nö. Ja, ich habe gegen Puppen gewonnen, ich bin ja so krass, ich bin der Puppenbezwinger. Keine Puppe sollte es gegen mich aufnehmen. Weißt du, was du da anhast? Ja. Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Also einen Testral gewinnen. Ich trage einen Schlafanzug. Und mit diesem Schlafanzug habe ich eure kleinen Hintern aufgerissen, weil ich einfach ein verdammt guter Zauberer bin und ihr eben nur irgendwelche kleinen Amateure. Das ist das Wort, das ich sagen wollte, während ich mich während meiner mich selbst beweihräuchernden Lobesrede ein wenig verhaspelt habe. Aber trotzdem, unterm Strich bin ich sowas wie ein König der Magier. Denn, Spoiler-Alarm, ich kann wahrscheinlich uralte Magie. Revelio. Und, gibt's hier irgendwas? Kräuterkunde. Es wäre doch cool, wenn es irgendwie so ein paar Fieslinge gäbe. Mir fehlt hier so ein bisschen so ein Moralsystem. Man hat ja auch unterschiedliche Antworten, die man geben kann, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich Einfluss haben auf die Geschichte oder wie uns in Zukunft Charaktere gegenübertreten. Wir können ja immer so ein bisschen arrogant sein, aber das stecken die auch gut weg. Du kannst auch eine arrogante Antwort geben, die sagen, oh ja, cool. Cool, dass du so ein Arsch bist. Weitermachen. Revelio. Oh. Wen haben wir denn hier? Wenn ich Saatgut brauche, gehe ich immer in die magische Blüte. Ah, das ist der für da hinten. Nice. Das wäre cool gewesen, hätten sie ein Moralsystem eingebaut. Okay, er ist noch nicht losgeflogen. Ich war wieder zu gierig. Aber er wird jetzt fliegen. Haha, der alte Trick. Ich denke, wenn ich jetzt einem anderen Haus angehöre, finde ich halt dann
andere Hausmarken darin. Aber da wir dem coolsten Haus überhaupt angehören. Na, Unterricht schon vorbei. Weißt du, was du da anhast? Ja, einen Schlafanzug. Wie oft denn noch? Und ich stehe dazu. Ich bin cool. Hört auf, mich zu diskriminieren. Hallo? Wie immer auf dem Boden rumlungert. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Mann, wie gerne würde ich so einen Unterricht haben, oder? Ob Hippogreife wohl Knöterich mögen? Hippogreife mögen kein Knöterich. Ich weiß das wirklich. Ich war damals in Knöterichkunde fortgeschritten. Und ich musste damals einen Hippogreif füttern und der hat mir alles wieder in den Schoß gespeit. Professor Fick scheint ja so gut wie nie in seinem Klassenraum zu sein. Sehr seltsam. Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Klar, ich meine, das Vieh hat Glas zum Springen gebracht. Also eigentlich... Liebe Frau Professor Garlick, wie überaus aufmerksam von Ihnen, Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß, kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach Ihnen sind. Alles, was Sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein, von Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von Ihnen abschaut, während Sie sie unterrichten. Lenora vergöttert sie. Ich bin mir sicher, das tun alle ihre Schüler. Stets mit wärmsten Grüßen, Everly. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend.
Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen, okay. Wie kann ich mein Flockenblumenarrangement abrunden? Laune des Nifflers oder Rosen? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. So, Garlic. Würde man K weglassen, wäre es Knoblauch. Dann machen wir mal den Diptam rein. Bereit in 9 Minuten, 10 Minuten eher. Ertrag 5. Ach, cool. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Was sollte ich als nächstes machen? Ich möchte, dass Sie praktische Erfahrungen mit dem chinesischen Kaukohl sammeln. Er befindet sich im Gewächshaus auf der anderen Seite des Stegs. Mr. Pruitt wird Ihnen helfen. Alright, Mr. Pruitt. Ihr Unkraut besitzt seine eigene herbe Form der Schönheit. Die Pflanze sieht cool aus, ne? Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Okay, ist das eine Falle, Bro? Hab ich dich nicht im Zauberduell? Haben wir nicht die Zauberstäbe gekreuzt? Huh? War da nicht was? Hab Gut ich dich gemacht, nicht bezwungen? In Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja. Danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Pff, typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Nicht. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Okay, ich dachte schon, der kommt gar nicht mit, weil er so Angst hat Los, vor dem chinesischen Kaukohl. Aber pass auf deine Finger auf. Hab mal fast den Daumen verloren. Schwester, siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Okay, wie geht das? Aha. Schau dir das an. Alter, geil. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein. Aber, naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Nur weil die Kohlköpfe eine Puppe anknabbern, heißt das nicht, dass sie das auch bei, sagen wir, einem Kobold tun würden. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Okay,
illegale Superpflanzen. Also ich denke mal, ich kann auf jeden Fall 3 Stück von denen haben. Oh, ich kann sogar mehr mitnehmen. Guck mal hier, zack, schwupps. Okay, jetzt habe ich 7. Ey, das ist so cool, ne? Dass ich auch hier Kampfpflanzen habe, die ich einfach auf meine Feinde schleudern kann. Sehr, sehr geil. Warte. Lenkpflaumen. Diese orangefarbene, rettichartige Frucht hängt kopfüber schwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeiten steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Okay. Kann man da durch? Da müssen wir sogar durch. Aber wir kamen ja von oben. Okay, hier haben wir eine Flamme. Boah, das ist alles so schick, ne? So detailverliebt. Und das ist jetzt nur Hogwarts. Wir sind noch nicht mal beim Besen angekommen. Und der Besen, da ist ja noch nicht Schluss. Später gibt es ja auch noch Reittiere. Beziehungsweise Flugreittiere. Mein eigener Hippogreif. Oh, boah, das ist ganz schön tief. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich sehe aus wie so ein Lumpi, ne? Ich habe so einen richtigen Lumpi-Look. Aber es sind halt die besten Sachen. Ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, ich freue mich auch. Äußerst erfreut. Revelio. Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Hat jemand seine Finger verloren? Ich schaue gerade noch, ob es hier irgendwo noch eine Seite gibt oder geheimer Super Special Loot. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. So, Auftrag abgeschlossen. Auch hier gibt es anscheinend insgesamt 6 Alraun ihr neues Zuhause. Unterrichtsstunden. Schon mein Gehör opfern muss. Man sollte annehmen. Okay, was machen wir als nächstes? So. Zaubertränke. Klar, warum nicht? Absolut ready für Zaubertränke punchen. Also sie bauen echt ein cooles Schulfeeling auf, finde ich. Nur mir fehlen noch so ein bisschen die Schurken. Die Fiesen. Irgend so ein Fiesling und seine dummen Schergen, das fehlt so ein bisschen. Weil alle sind so nett. Oder ich werde selbst der Fiesling. Hm, auch eine Idee. Es hieß, man kriegt ein Geschenk. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die Schule schützen? Professor Black würde das nie erlauben. Das ließe ihn ja völlig unfähig aussehen. Zu Recht natürlich. Ja, man merkt schon, der alte Blackie hat ein verdammt großes Ego. Oh. Hey, 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 hey. Alright. Versuchen wir es. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? Ich weiß es gar nicht. Noch eine Hausmarke gefunden? Ich habe keine Ahnung, wie viele ich mittlerweile insgesamt besitze. Am Zauberkessel schuften. Was ist das hier drüben? Geld. Immer ein bisschen umsehen. Vielleicht findet man was Cooles. Moment, ich habe 1 Groschen bekommen, obwohl es ein ganzer Stapel Münzen war. Mann, 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 Spiel.
Bist aber auch ganz schön am Abknausern. Was haben wir hier? 31. Dezember 1875. Aurorbüro. Betreff Borgin und Burkes. Bei Borgin und Burkes kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. So. Rebellion. Knifflige Koboldsteine. Was trägst du denn da? Ein Schlafanzug. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Super cool. Mann, wie gerne würde ich sowas machen. Als Kind wollte ich immer so ein Süßigkeitenlabor. Habe ich nie bekommen. Ich habe es mir dann als Erwachsener gekauft. Ist mega cool. Gibt's auch von Harry Potter. Mega cool. Also, wenn du giftige Chemikalien herstellen willst, genau dein Ding. Wie ich sehe, können die meisten von ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden sie ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten sie von den Pflanzen, die sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Alright. Werde ich tun. Aber ich würde sagen... Für meinen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Ich würde sagen, hier... Mein Mega-Power-Trank ist Müll. Ich wünschte, ich könnte einfach einen von J. Pippins nehmen. Tja, Pech. Keine Sorge, falls die Zutaten knapp werden. Ich baue meistens einfach an, was ich brauche. Cool. Professor Sharp sagt, der Mega-Power-Trank heilt Wunden. Hoffentlich brauche ich ihn nie. Ich brauche ihn ständig. Professor Sharp hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt. Wenn er doch mehr davon reden würde. Gute Arbeit beim Brauen deines ersten Mega-Power-Tranks. Aber es gibt noch viele Tränke zu lernen. Das wird ein arbeitsreiches Jahr. Wirklich beeindruckend, dass du Professor Sharps Frage zum Mega-Power-Trank beantworten konntest. Oh, du bist der Neuzugang. Ich habe viel von dir gehört. Danke. Ich bin übrigens Amit. Sehr erfreut. Wirklich. Und ich habe noch nie jemanden auf Anhieb einen so guten Mega-Power-Trank brauen gesehen. Gute Arbeit.
Ich krieg überall Lob. Eigentlich wollte ich die Folge beenden, aber hey, es geht einfach so weiter. Ha, ein Glück ist er mir gleich gelungen. Du musst einfach ein Talent für Zaubertränke haben. Manchen Schülern müssen Zaubertrankrezepte scheinbar wie reinstes Koboldogack vorkommen. Eine faszinierende Sprache. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe mir das Sprechen selbst beigebracht. Bei Merlins Bart, bei guten Gesprächen verfliegt die Zeit. Ich muss mein Buch Tor zu weit entfernten Galaxien vor der nächsten Stunde zurückbringen. Apropos Sterne, wir haben Astronomie zusammen. Das wird dir gefallen. Professor Shah ist streng, aber schlau. Wir sehen uns dann. Alles klar, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da brauen wir dann Zaubertränke. Bis zum nächsten Mal. Denkt ans Gewinnspiel. Auch alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Auf Wiedersehen und tschüss.